Ich habe neu zum ersten Mal 2CB und Ketamin gemischt. Das Ganze ist geschehen im Rahmen des Filmens, des Videos. Das erste Mal Speed mit einem Pornostar. Das Video habe ich heute veröffentlicht. Falls ihr aus irgendeinem Grund dieses Video her zuerst schaut, checkt auf jeden Fall das Speed mit einem Pornostar Video ab. In diesem Video wird sich alles drehen um die Erfahrung mit Ketamin und 2CB. Aber im Anschluss wird es aber auch noch einige Szenen von dem Speedrausch geben, die ich nicht in das Hauptvideo geschnitten habe, aber trotzdem sehr geil sind. So, also jetzt ist der Tag Nummer 2 und wir haben uns etwas 2CB gegönnt und ein bisschen Ketamin auch noch dazu. Also zumindest ich und dieser junge Mann hier. Yes. Ich bin sehr entspannt, würde ich sagen. Ja. Ketamin. Alles ist gay. Alles ist gay. Ja. Hey, warte, also, die Leute, die im Club die Rums-Rums-Musik hören, das sind ja denn die einzigen, die gerade den Ton genießen können. Es ja. Gibt jetzt gerade, es sind dann, also die Leute, die jetzt zum Beispiel keine Rums-Rums-Musik mögen, die können dann gerade nichts daran genießen. Und deswegen wäre es cool, wenn gleichzeitig zur Musik im Takt One-Liners, also so Jokes, kommen würden. Also so One-Liners oder Two-Liners, möglichst so einfach so Jokes, so, also so kommt der Beat so dumm, 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 oder so. Kommt ein Friseur zum Arzt, was macht er? Und dann so, auf jeden Fall kommt da Musik und da kommen immer so Jokes die ganze Zeit und die Leute, die dancen Gänse und die Leute, die Musik gar nicht mögen, die können dann alle 2 Sekunden so ha 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 ha. Irgendwann dominierte stark die Wirkung des Ketamin und ich versuchte mit Augen zu die String-Theorie zu erklären. Also zum Beispiel das mit dem Ameisen auf dem Gartenschlauch. Weil quasi wir denken, wir leben gerade in einer dreidimensionalen Welt und weil wir uns in die Richtungen hier bewegen können. Und zum Beispiel, wie kommt sich eine Ameise vor, die so den Gartenschlauch entlang geht? Quasi. Für die ist es ja eigentlich gewissermaßen zweidimensional und nur weil wir sie von außen, weil es von außen anschauen, sehen wir, dass es so quasi so ein zweidimensional, aber sie geht ja quasi eigentlich nur geradeaus in ihrem Mind sozusagen, wenn die so rumgeht. Oh mein Gott, das ist echt krass. Ich will nur sagen, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, ich bin gedacht, oh mein Gott, was ist denn Wahnsinn? Was ist, wenn das hier die virtuelle Realität ist? Warte. Boah, ja, das ist krass. So, und ab hier jetzt noch weitere Speed-Szenen. Als ich ein paar Grundinfos zu Speed recherchierte, war ich davon überrascht, dass Speed gewissermaßen legaler ist als Cannabis. Speed ist nämlich im Betäubungsmittelgesetz in Anlage 3 gelistet. Drogen in Anlage 3 sind verkehrsfähig und verschreibungsfähig. Das heißt, dass man sie mit entsprechender Genehmigung herstellen und mit ihnen Handel treiben darf und dass Ärzte sie verschreiben können. Drogen, die in Anlage 1 gelistet sind, sind weder verkehrsfähig noch verschreibungsfähig. LSD, Pilze, Mescalin, 2CB sind alle in Anlage 1 gelistet, obwohl sie ebenfalls medizinisches Potenzial haben. Sogar Cannabis ist theoretisch noch in Anlage 1, auch wenn es inzwischen eine Zusatzklausel in Anlage 3 gibt, die eine Verschreibung von Cannabis unter strengen Bedingungen zulässt. Nicht falsch verstehen, wenn dir Speed nicht von einem Arzt verschrieben wurde, ist es genauso illegal wie 2CB und Co. Das Ding ist, es ist wie so in der Sauna zu sitzen. Ja, dass man schwitzt und das was ist verliert. Echt so riesige Pupillen, jetzt muss ich das immer anschauen. Boah, scheiße. Man merkt es irgendwann nicht mehr. Ja. Also, ich muss abnehmen, Leute. Ich muss abnehmen, ich muss unbedingt abnehmen. Ich schaue so fett aus gerade. Ich schaue ja gar keine Pornos mehr. Ja. Obwohl ich es produziere. Ja. Ich auch nicht. Und ja. Ich habe halt oft so ein schlechtes Gewissen.
weil ich dann meinen Drive ein bisschen verliere. Aber hast du jemals Pornos geschaut? Ich habe letztens Pornos geschaut. Ah ja, stimmt, hast du schon bei DMT ist echt gut so, um so runterzukommen. Das ist irgendwie entspannend. Ja, also ich find auch, dass es was Entspannendes hat. So, und jetzt hier noch eine Geschichte, die passiert ist, als Jamie und Nico Weed bzw. CBD-Weed kaufen wollten. Wir waren jetzt so zufällig in einem Minimarkt hier in Prag und dann haben wir eigentlich wollen wir CBD-Weed kaufen. Und der Typ hat uns THC, also so richtiges Weed, gegeben. Und Nico hat es gerade so probiert und hat gemeint, das hat eine richtig krasse Wirkung. Also halt so wie Weed. Er hat es gerade konsumiert und er muss jetzt ins Bett, weil er zu high davon ist, obwohl er wirklich nur CBD-Weed haben wollte. Also passt auf, wenn ihr in Tschechien CBD-Weed kaufen wollt, es könnte genauso gut echtes Weed sein. Also er hatte vorne so, das war, denke ich, wirklich CBD, was er vorne hatte. Ja. Aber er hat uns nicht so verstanden, weil er kein Englisch konnte, hat gedacht, wir wollen echtes THC haben, aber wir wollen wirklich ein CBD-Weed haben. Und er hat es irgendwie von hinten oder so echtes Weed geholt, so eine spezielle Box. Ich habe so ein Baggy gegeben. Ja, ja. Und leer? Ja. Ja, okay. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht noch ein bisschen umbleiben. Schmeißt kein Weed ins Klo, weil das geht irgendwie nicht gescheit runter. Sehr gutes Learning. Also wenn die Cops bei euch vorbeischauen und ihr müsst Weed wegwerfen, ihr müsst auf jeden Fall ordentlich Klopapier dazu tun, weil sonst zu krass oben bestimmt. Ja, wie im anderen Video bereits gesagt, checkt den Matcha-Tee von Jamie und Nico aus und checkt auch Limitless ab, das es im Supplement-Shop zu kaufen gibt. Wie gesagt, nur noch eine Woche zum alten Preis. Neue geile Formel. Gönnt euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.